Instant-Nudeln in 2D. Einkaufen in 2D. Sogar E-Scooter in 2D. Ein Leben in 2D. Dieser Challenge werde ich mich heute für 24 Stunden dank dieses 2D-Headsets stellen. Ah, ich bin gegen den Tisch gelaufen! Wie das Ganze ausgeht und welche Gefahren das mit sich bringt, seht ihr in diesem Video. Okay, wie starte ich meinen Tag? Ich gehe erstmal mit Mamiko raus. Komm her, Mamiko. Und ja, dazu muss ich natürlich erstmal meine Schuhe anziehen. Oh Gott. Wo sind meine Schuhe? Nachdem ich sie irgendwie gefunden habe. Das Ganze sieht zwar aus eurer Perspektive einfach aus, aber Freunde, ihr habt keine Ahnung, wie schwer das überhaupt ist, in 2D rumzulaufen. Ist das derselbe Schuh? Oh, Schmerz. Junge, Junge, schlecht sogar. Man hat überhaupt kein Gefühl für die Distanz. Oh, Freunde, keine Ahnung. Das. Oh! Ah, ich bin gegen den Tisch gelaufen! Okay, wo sind die Schlüssel? Es kann losgehen. Wo ist Mamiko? Wie schnell das hier? Ich muss sagen, als ich dann vor meiner Haustür war, ging es so einigermaßen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das Leben in 2D. Warte, habe ich Schlüssel? Ja. Ja, weniger Hindernisse und man hat sich dann doch relativ schnell an die Sicht gewöhnt. Oh, aber ihr wisst gar nicht, was ich mit dem Teil auf meinem Kopf noch so alles machen werde. Karussell oder E-Scooter fahren sind nur ein paar der Beispiele. Also bleibt unbedingt dran, wird wild. Wie Mamiko ihr Geschäft in 2D verrichtet, wollte ich schon immer mal sehen. Deswegen auf in den Wald zu ihrem Lieblings-Kackspot. Wow, Bäume wie in Videogames. Kameramann in 2D, geh mir aus dem Weg. Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich krieg langsam Kopfschmerzen. Na Mamiko, was schnüffelst du da? Mamiko! Warte! Warte auf dein Härchen. 2D, Mamiko. Mamiko macht ihr Geschäft. Perfekt. Mamikos Geschäft in 2D. Okay, Level 1 Gassi gehen überstanden. Bevor die Reise weitergeht, erstmal tanken, sonst kommen wir nicht weit. Okay, Freunde, tanken in 2D. Was muss ich tanken? Super, super. So, irgendwie an den Zapfhahn kommen. Okay. Und jetzt versuchen, den Tankdeckel zu treffen in 2D. Geht das? Oh Gott. Ich sehe halt nicht, wie viel ich tanke. Ich mache einfach, bis es Klick macht. Ja, bis es Klick macht. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben lang. Ihr hättet den Blick des Tankwarts sehen sollen, als hätte ich seine Mutter beleidigt. Oh Gott. Okay, jetzt irgendwie versuchen, zahlen zu gehen. Ach du Scheiße. Natürlich, der Rockstar darf nicht fehlen. Erstmal, ich brauche noch einen Energy Drink. Haben die Rockstar? Oh, ja, ja, den mag ich auch. Nein, 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 nicht Energy. Das wollte ich. Das wollte ich. Jawohl. Ach, immerhin hat der Kassierer mitgemacht. Hallo. Einmal das? Jawohl. Die Nummer 6, glaube ich. Die 12 für 20 Euro habe ich. Ja, ja, genau, genau, sorry. Perfekt. Siehst du den Geldschein? Ja, in 2D aber. Nee. Ja. Okay. Ja. So, Dankeschön. 20, 26, perfekt. 50. Schönen Tag noch. Jetzt muss ich nur noch rauskommen in 2D. Geld einpacken und weiter geht's. Okay, also, wir haben hier einmal Rockstar in 2D und mein Auto in 2D. Und weil ich, das ist wirklich, das die Sicht ist krank. Soll ich fahren in 2D? Lieber nicht. So, in der Innenstadt angekommen, erstmal auf mein Leben klarkommen. Das ist verrückt. Okay, das Leben in 2D geht weiter und wir sind gerade in der Innenstadt von Berlin. Und ja, ich muss sagen, langsam gewöhne ich mich dran. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte unbedingt zum Saturn. Ich wusste nicht genau, wo der war, also habe ich Passanten gefragt, die natürlich ziemlich verwirrt geschaut haben. Entschuldigung, wisst ihr, wo der Saturn ist? Saturn. Elektrogeschäft. Okay, kein Problem. Entschuldigung. Und was denn? Wo ist denn der Saturn? Ah, oh, so weit weg. Danke. Kein Problem. Danke. Achtung, Faust! Oh, ich hab echt Angst bekommen. Achtung, Faust. Wow. Geil. Wisst ihr, ich könnte mich dran gewöhnen. Okay, die Jungs von draußen haben uns verfolgt, aber irgendwie verständlich. Ich war auch die Attraktion des Tages. Sehr gut. Hübscher Mann, hübscher Mann. Fahrstuhlfahren mit 2D-Brille ist wie russisches Roulette. Nie sicher, wo man landet. Immerhin habe ich neue Leute kennengelernt. So, wir fahren mal Aufzug. Ich guck mal, ob hier Knöpfe kommen. Sind wir nicht schon drei? Hier. Da wollen wir hin. Es gab Jungs. Oh, meine Jungs. So, weiter geht's. Das, ey, ich komme wirklich nicht klar drauf. Wisst ihr was? Fernsehen in 2D.
Crazy. Lang war unser Besuch im Saturn nicht, denn ja, wir wurden rausgeschmissen. Habt ihr eine Drehgenehmigung? Nein. Dann dürft ihr leider nicht filmen. Okay. Ausschalten. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Tschüss. So Leute, es ist jetzt Nachmittag. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Kaffee. Und zwar beim guten Starbucks. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Starbucks. Premium Kinder. Spaß. Oh, die sind offen. Okay, Zeit für den Kaffee. Hallo. Hi. Die dachte auch, was für ein Freak. Einen Eislatte mit Hafermilch. Gerne. Wie groß? Klein, mittel? Mittel. Den Namen bitte? Kio. 5,45 € bitte. Erstmal wieder Zwanni in 2D geben. Wow. Und warten. Ihr Blick einfach. Dankeschön. Ein Kassenzettel? Ja. Danke. Tschüss. Ja, Freunde, so sieht das aus, wenn man der Realität entkommen will, aber sich trotzdem Starbucks gönnen will. Wow, gönnt euch mal den 2D-Kaffee. Die Blicke. Die Links dachte auch, what the fuck. Das Ding ist, ich habe mich halt echt so verhalten, als wäre ich ein Außerirdischer. Also nicht nur, wie ich aussehe, sondern auch meine Moves und so, weil ich bin halt nicht klargekommen in der Brille. Naja. Okay, Freunde, ich werde was ausprobieren, was ich später wahrscheinlich bereuen werde. Und zwar mit so einem City-Elektroroller zu fahren. Ob das funktioniert? Natürlich in 2D. Wo ist der Kameramann? Natürlich in 2D. Oh Gott, ich werde es bereuen. Okay, schon direkt Probleme beim Gleichgewicht halten. Holy shit, ob ich das überleben werde. Die Welt in 2D. Oh, ist das grün? Ich weiß gar nicht. Ich fahre einfach mal los. Holy shit, ist es rot? Darf ich hier fahren? Hier? Wuhu! Wie die Leute mich anschauen. Gerade irgendwie geschafft. Oh. Hey, du machst gleich einen Unfall. Echt? Ja, nein. Ich wollte beleidigend werden, aber ich hab's gelassen. Was machen wir als nächstes? Tja, Kio ist Fame. Erstmal ein paar Zuschauer umarmen. Die werden sich wahrscheinlich auch ihren Part denken. Hey, bist du YouTuber? Ja. Kann ich was fragen? Ja. Bin ich mit dem Video drin? Ja. Mit dem Video? Ja. Weil, guck mal, ich bin wirklich berühmt, deswegen. Krass. Was, kann ich sagen, dass du mein Lieblings-YouTuber bist? Ja. Hey, hey, hey! Du bist mein Lieblings-YouTuber. Echt? Ja. Wie heißt ich denn? Kio. Oh, kommt er. Lasst euch drücken. Ja. Ihr seht toll in 2D aus. Ja, oder? Ja. Wie Anime-Charaktere. Das sind Locken. Ach, das sind Locken? Ja. Die habe ich früher immer geguckt. Wieso nur früher? Was war mein letztes Video? Sie noch jünger. Ich weiß es nicht. So, das ist der Moment, wo wir Cut machen. Cut, Cut. Tschüssi. Tschüss. Viel Spaß noch. Wow, das ist flashy, Mann. Wow, das ist verrückt. Hui, die riechen gut. Führerschein. Hallo. Oh ja. Wir haben hier einen ADAC. Okay. Darf ich mal versuchen, den auszufüllen? Gutschein, ja. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich werde 18. Achso, möchten Sie vielleicht eine ADAC Young Card geschenkt bekommen? Ist die in 2D? Darf man mit einer VR-Brille auch fahren dann? Nee. Okay. Dann hat sich leider erledigt. Ach so. Okay. Aber danke fürs Angebot. Ja. Tschüss. Naja, schön, dass sie abgekauft hat, ich sei 18. Irgendwie hat sie mein Outfit gar nicht beeindruckt. Sieht bestimmt öfter solche Gestalten. Wo sind Parfüm? Parfüme? Ist das Parfüm? Ja. Tester? Nee. Also hier riecht schon mal gut. Wow, hier sind welche. Es gibt doch einen Duft. Ey Jungs, welchen Duft könnt ihr empfehlen? Prada. Du gerade? Nee, ich sehe euch in 2D. Nein, ich mache eine 2D-Sicht. Und sie ist verrückt, die Welt in 2D. Müsst ihr mal ausprobieren. Weil wir haben Datenschutz. Was ist Datenschutz? Nie von ihr gehört. Naja, ich war natürlich diskret. Hallo, können wir High Five probieren? Cool, ihr seht toll aus in 2D. Ah. Wie Anime-Charaktere. Ich habe den Jungs erzählt, dass ich die Brille schon seit 2 Jahren aufhab, weil ich keinen Bock mehr auf die Realität habe. Genau, Jungs, toll sieht ihr aus in 2D. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Real Life gehabt, wo 2D, so Anime-Welt rein. Jetzt bin ich drin, ja. So lebe ich jetzt. Schlafen ist manchmal umständlich, duschen auch, aber man gewöhnt sich dran. Ich lebe seit 2 Jahren so, ja. Yeah. Tschüss. Baby Yoda in 2D. Das ist süß.
Cool. Darf ich auch mal aufsitzen? Leider nein, Datenschutz. Gollum in 2D. Sehr gruselig. Oh! Okay, mir wird schlecht, lass uns gehen. Und weiter geht's. Ich fand's schon irgendwie schön, dass die Leute mitgemacht haben. Ey, ich. Poppy Playtime! Poppy Playtime! Grab Amps! Umarmung in 2D! Oh. Ich liebe das! Das ist. Das sieht aus. Oh! Cool. Das ist jetzt echt Poppy Playtime. Einfach Poppy Playtime. Wollen wir eine Runde spielen gegeneinander? Komm. Okay, jetzt spielen wir wirklich in 2D. Wo kommt die Münze rein? So, wo ist der Token? Token muss da rein. Okay, ich bin bereit. Hier ist der Puck. Ich check gar nichts. Okay. Oh Gott! Wo ist der Puck? Oh! Shit! Cut! Okay, let's go! Okay, wie geht das an? Oh, es geht los! Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, mir wird schlecht. Wow! Oh mein Gott, das Ding ist schnell! Yeah! Oh mein Gott! Leute, mir wird wirklich schlecht. Ich werde mich sowas von übergeben heute. Okay, kurz vorm Übergeben habe ich das Ganze abgebrochen. Okay, ich war immer gut in sowas, aber in 2D, ob das funktioniert? So. Ich sehe gar nichts. Geht's schon los? Ich sehe halt nichts. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich will, was auch immer das ist. Sind das Süßigkeiten? Ich erkenne halt nicht, was das ist. Also, ich mach mal. Komm schon. Ach so, ich kann gedrückt halten. Komm schon. Ja? Ey, was auch immer das ist. Cool. Ich hab gewonnen. Ich bin stolz auf mich. Was ist das? Ein Bagger. Oder? Ein Bagger. Bevor es nach Hause geht, gönne ich mir erstmal ein paar Instant-Nudeln. Okay, Supermarkt in 2D. Und Freunde, ich war maximal verwirrt. Durch die Brille sieht alles irgendwie gleich aus. Die Gänge fühlen sich an wie aus einem billigen Horror-Game. Wo sind die Instant-Nudeln? Ich habe meine Lieblings-Snacks gefunden. Und diese Dinger liebe ich. Freunde, die müsst ihr mal wirklich probieren. Die schmecken bestimmt in 2D genauso gut. Komm, die gönne ich mir. Warte, gibt es die auch in anderen? Ist das Wasabi? Ja, wir nehmen Wasabi. Und Chili gibt's auch. Und Instant-Nudeln. Geil. Also erstmal anstehen, bezahlen und ab nach Hause. Hallo. Deck 28. Da ist Wein. Dankeschön. Danke. Schönen Abend. Okay, ich habe mein Futter. Freunde, endlich zu Hause angekommen. Es ist jetzt spät am Abend. Es war so ein unglaublich anstrengender Tag. Und deswegen gönne ich mir jetzt als krönenden Abschluss Instant-Nudeln auf 2D. In 2D. Schon wieder. Okay, muss erstmal Wasser kochen. So 0,5 glaube ich. Okay. Gute One Piece Schüssel natürlich. Wow, wie viel Zeug hier drin ist. Alles Gift. Freunde, Instant Nudeln sind eigentlich so ungesund, aber wisst ihr, man lebt doch nur zweimal. Okay,
als ich mir die Instant-Nudeln machen wollte, habe ich irgendwie die Hälfte verschüttet. Das sieht ein bisschen eklig aus. Blah. Itadakimasu. Aber zumindest schmecken sie noch. Und als nächstes testen wir PlayStation ins... in 2D. Was für ein wilder Ritt. Unser kleiner Ausflug mit der 2D-Brille hat gezeigt, dass das Leben in zwei Dimensionen alles andere als einfach ist. Respekt, Mario. Freunde, danke schön fürs Zuschauen. Ich gönne mir jetzt die Nudeln. Schaut unbedingt dieses Video hier an. Wir sehen uns bald wieder. Passt auf euch auf. Bis dann.